Man ist öfters zusammen als mit eigener Familie. Von daher, das musst du, das ist, man ist nicht irgendwie, man soll zusammenleben, es lebt sich irgendwann mal zusammen. Und bei solchen Problemen und Anforderungen wächst das Team zusammen. Man hat ja ungefähr als Leitungskraft oder als Wohnbereichsleiter irgendwie so eine Vorstellung. Jeder hat irgendwie so eine Vorstellung vom Team, ne? Was nicht einfach manchmal ist, weil die Gegebenheiten irgendwie eingeschränkt sind, gekürzt oder krank, ne, oder so. Aber das Team ist verdammt wichtig. Es muss. Ne, man hat ja dann die Vorstellung, wie es aussehen soll. Und man setzt sich zusammen, versucht das dann zusammenzubauen. Ne, also Team. Ja, ich finde auch wichtig, dass man sich gegenseitig stärkt und sich die Kraft auch gibt und Ja. darüber auch spricht. Sie haben vorhin was Interessantes gesagt. Man ist oft mehr zusammen als mit der eigenen Familie. Ist das Team auch irgendwo eine Familie? Ich als Mann, als einziger Mann, ich will Schon mich als ja. Familienersatz würde ich schon sagen. Also ich Ja. sage ja immer, wir sind hier eine große Johanniterfamilie. So Ja. fühle ich mich, weil ich glaube, wenn ich mich hier im Haus nicht wohlfühlen würde, würde ich mir diesen psychischen Stress ja gar nicht antun. Und deswegen sage ich immer, wir sind immer eine Familie. Das sage ich auch immer unseren Bewohnern, wir sind eine Johanniterfamilie. Und wir Man sind für spricht ja euch damit ein da. Gefühl an, ne? Natürlich Genau. sind sie keine Familie, aber ich sag mal, aber so ein familiäres Gefühl. Doch, eine Johanniterfamilie Ist das sind wir. sowas? Doch, das Ja? sind wir wirklich. Deswegen finde ich auch ganz wichtig, also ich sage es auch immer beim Arbeiten in dem Gerontopsychiatrie, so arbeiten ist wirklich sehr hart. Also ich kann es überall Geld verdienen gehen, wenn ich mich in dem Team nicht wohlfühle, dann hat das für mich auch keinen Sinn, Dann also wird es irgendwann zur hier zu arbeiten. Belastung, ne? Genau. Aber Und unser wird das mehr. Klientel macht es auch, dass wir zu so einem Team oder eher so einer kleinen Familie, ne, schmelzen. Es ist wie ein Zauber, es ist schwer zu sagen. Man müsste sich wirklich ein paar Stunden hinzusetzen und wir könnten erzählen, ne, so anhand von Beispielen, Tagen, auch was wir erlebt haben. Ne, wie wir merken, wie wir uns auch gegenseitig von unten hochheben. Ne, sei es ein privates Problem, sei es ein Problem, was wir über Zeit irgendwie versuchen zu bewältigen. Das ist verdammt viel, ne, neue wieder zu integrieren. Und Also das heißt nicht nur beruflich, sondern auch manchmal privat, aber dann auch wieder beruflich. Also das mischt sich auch so ein bisschen. Genau. Muss, finde Natürlich ich. muss man auch nicht die Private so sehr übertreiben, also muss Ja. man Kannst du auch bewusst ausweiten, ja. damit umgehen, Ja. aber trotzdem ist das auch Was ein wir auch letzten Grenzwert. Sommer gemerkt haben, ne, dass da zu viel von privat mit reinkam, was völlig uninteressant war, ne, und hat dann ein bisschen das Team irritiert, sage ich erstmal. Okay, also es kann auch mal zu viel Ja, man werden. muss schon wirklich hochprofessionell verhalten, agieren. Auch genauso mit dem Klienten würde ich auch sagen, wir haben zum Beispiel neue Mitarbeiter, neue Praktikanten oder Schüler, kommt es in den Team rein. Die nehmen ganz viele Sachen von dem Klienten mit. Wenn zum Beispiel jemand stirbt, wenn jemand gerade sehr krank ist, die nehmen so viel mit. Das schadet auch ganz viel. Also muss man auch damit, auch mit den Problemen, auch in dem Team auch professionell umgehen. Also das heißt, das ist zwar nicht so, wie wenn ein eigenes Familienmitglied stirbt, aber man hat doch irgendwie eine sehr persönliche Beziehung und wenn dann so ein alter Mensch stirbt, dann wirkt sich das auf das ganze Team irgendwie aus. Ja, auf Ja, jeden also Fall. man ist dann damit eine Weile beschäftigt, erzählt vielleicht noch Geschichten, erinnert sich noch. Es fehlt dann noch was. Also Man, ich es kann es. fehlt, ja. Man sagt, meistens höre ich dann, mir fehlt was. Ja. Sei es das ständiger wiederholte Hallo, 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 es fehlt dann. Ja. Man empfindet das irgendwann mal störend. Wenn es aber weg ist, empfindet man, ach, das fehlt mir irgendwie Ja. doch. Es ist ein unerklärliches Ja. Phänomen, glaube ich. Sie sagten vorhin noch mal, das stärkt und gibt Kraft. Können Sie noch mal sagen, was das eigentlich ist, was so diese Kraft gibt oder Wenn was das das? Team zusammenarbeitet und mich auch unterstützt und mir Kraft gibt und positiv in die Sachen angeht, dann fühle ich mich auch wohl, habe Spaß an der Arbeit Ja. und kann mich austauschen. Man kann nicht auf irgendwas verzichten, auf irgendjemanden. Also es ist ein bisschen wie Familie, aber auch nicht ganz wie Familie.
und man lebt damit, aber es ist natürlich nicht das ganze Leben. Und man muss bestimmte Grenzen haben, aber man ist trotzdem mit seiner gesamten Existenz oder auch mit seinem Leben dabei. Also das ist ja so, und das ist ja so, es ist schwierig, das zu fassen, was das ist, ja. Ich sage Kräfte verteilen. Genau, ja. Ich würde sagen, jeder hat für sich die, also die Sachen, die in erster Stelle steht und zweiter Stelle steht. Zum Beispiel an meinem freies Wochenende, wenn ich mit meinem Sohn was geplant habe, da würde ich sagen, ja, okay. Aber muss man unterscheiden können, was ist im Moment für mich wichtig und was kommt an zweiter Stelle. Aber man muss auch das, dieses Persönliche in der Freizeit und während dem Job auch sich kennenlernen, ne, und diese Persönlichkeit, ne, und dieses Geduld zu haben, ne, und dieses Einfühlsame. Man verändert sich. Man verändert sich in dem Team, durch das Team und durch den Job da unten. Das heißt, das Team formt einen auch selber ein bisschen, so wie man selber auch das Team formt. Auf jeden Fall. Und Sie würden in einem ganz anderen Team ein bisschen ein anderer werden? Das habe ich. Ich leite zwei Etagen, einmal die Tendenz unten und einmal, sagen wir jetzt mal, die normal. Und ich muss mich manchmal alle zwei Tage umstellen. Ja, und ich merke das. Ja. Die Dynamik, ne, in dem Team ist ganz anders. Okay. Frühstück ist ganz anders, die Pausen sind anders, die Kommunikation ist anders. Und die Arbeitsweise ist komplett ganz anders. Die Arbeit ist komplett anders. Ne, und Tempo, alles. Ne.